So, gut. Dann machen wir weiter. Jetzt haben wir uns das Ganze mit L und C angeguckt und da auch so ein bisschen was vielleicht dran geübt und gelernt und gesehen und es war auch alles schön. Und nur haben wir nicht nur L und C, sondern vielleicht auch andere Elemente. Und da ist jetzt die Frage, wie bewegt man sich mit anderen Elementen im Smith-Diagramm? Also das andere Element oder die anderen Elemente, die wir haben, sind ja eigentlich nur parallele Leitungen, leerlaufend oder kurzgeschlossen. Ne? Oder eben serielle Leitungen, die man hier dran packt. So, was passiert? Das ist eine fast, nee, es ist eine fast philosophische Frage. Nee, ist es nicht wirklich. Also, was passiert denn mit einem Reflexionsfaktor, wenn ich da in Serie eine Leitung dran packe? Der wird nur in der Phase gedreht, ne? Weiter passiert nichts daran, denn die Leitung macht ja nichts damit, außer dass sie die Reflexion, ich sag mal, einfach verzögert, also in der Phase dreht. Die dämpft nicht, macht gar nichts, nicht? Nichts kann passieren. Und deswegen ergibt sich für so eine serie geschaltete Leitung einfach nur so ein Bogen hier im Smith-Diagramm, der hier in Türkis gezeigt ist da. So, die anderen sind nach wie vor eigentlich nur irgendwelche Admittanzen, die ich jetzt, oder Reaktanzen, die ich jetzt parallel schalte. Das heißt also, da haben wir hier ähnliche. Ich muss das mal richtig lernen hiermit. Haben wir hier ähnliche Dinge, wie wir sie vorher auch schon hatten. Da läuft man einfach nur parallel rum. Und das kann ich jetzt mit meinem Smith-Tool hier wieder hinbasteln. Ich mache mal wieder mal, mach mal meine Schaltung hier weg. So, jetzt probiere ich mal. Ich fange mal wieder an mit meinem 100, Quatsch, 25 Ohm Dings, das ist angenehmer. Ja, was kann ich machen? Ich muss auf diesen grünen. Ich muss auf den grünen Punkt hier kommen. Was soll denn das? Darf ich das nicht mehr anfassen hier? Offensichtlich. So. Also ich muss auf diese grüne Leitung hier oben kommen, da. Und das kann ich natürlich schaffen, indem ich einfach um den Ursprung jetzt hier mich drumherum bewege. So. Und das schaffe ich hier mit einer Leitung da in Serie dazu. Ich kann die hier so ein bisschen bewegen. So, der Punkt ist es eigentlich, den ich bewegen möchte. 1 GHz-Punkt. So. Dann sieht man, ich kann auch, also theoretisch kann ich natürlich mehrfach drumherum. Ich muss die Leitung nur lang genug machen. Das Tool lässt es jetzt nicht zu. Ich kann die Leitung ja beliebig lang machen. Dann geht es eben mehrfach um Ursprung. Ne? Aber alles. Das brauche ich aber nicht. Ich mache es normalerweise so kurz wie möglich. Ich möchte ja die Güte auch so gering wie möglich halten. Das heißt also, ich würde einfach nur auf den Punkt laufen. Ja, jetzt komme ich hier mit einem parallelen C hier unten an. Das ist jetzt zunächst mal mit dem parallelen C. War jetzt nicht ganz so clever gemacht. Ich kann hier unten noch was ablesen. Das heißt, ich habe hier eine Leitung, die ist 28,7 mm lang. Das ist jetzt nicht so, dass das in irgendeiner Form wirklich praktisch Sinn macht. Liegt an diesem Fall aber daran, dass ich mit einem Gigahertz arbeite. Also bei einem Gigahertz würde man mit L und C weiterarbeiten können. Die funktionieren dann auch vernünftig, die Elemente. Erst bei 10 Gigahertz macht das Sinn. Und deswegen schalte ich hier auch mal einfach um auf andere Frequenzen und mache das mal für 10. 1000. So, und jetzt kann ich den wegmachen, den wegmachen, den wegmachen. Und jetzt addiere ich da noch, ich mache immer mal 10% hoch und runter, also 9000 und 11000. So, und vernichte mal alle Punkte hier nochmal und starte mal neu. Also jetzt hier eine Leitung in Serie. Dazu bewege die bis auf den grünen Punkt hier und gehe mit dem C runter. Und wenn ich jetzt die Leitung angucke, dann bin ich hier bei 2,9, also 3 mm Länge der Leitung. Das ist durchaus was, was man technisch wirklich sinnvoll realisieren kann. Die vorher zehnfache, also die 28 mm Leitung, nimmt man nicht. Wobei klar zu sagen ist, das ist hier eine Luftleitung, also eine Leitung, die zu 100% in Luft ist, wo die Welle die Lichtgeschwindigkeit hat. Man muss das eventuell noch, wenn man eine Leitung auf Material hat, im Platinenmaterial oder so, um den entsprechenden Verkürzungsfaktor umrechnen. Ne? Das ist nicht die wirklich physikalische Länge, die hier steht, sondern das ist die Länge, die eine
100% Luftleitung haben müsste, physikalisch. So, Sie sehen hier, ich habe noch mal ganz spaßeshalber hier das C dahin gepackt. Das C wäre jetzt 0,32 Picofarad. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das kaufen kann. Jedenfalls ist das schon fast eine parasitäre Kapazität. Also das ist so klein, der Wert, den hat man vielleicht eher nicht in der Schachtel. So, also machen wir den mal weg und machen da eine leerlaufende Parallelleitung dazu. Die verhält sich wie ein C, also eine Leitung, die kurz ist, jedenfalls unter Lambda Viertel lang ist, verhält sich kapazitiv im Wesentlichen, wenn sie parallel geschaltet wird. Und dann führe ich die nochmal dahin. So, und dann habe ich hier diese 25 Ohm jetzt mit einer seriellen Leitung und einer 2,9, zufällig das gleiche, 2,9 mm langen leerlaufenden Leitung da angepasst. Wie sieht das auf der Platine aus? Ich zeichne das nochmal gerade. Da, vielleicht kann man sich das dann etwas besser vorstellen, wie die Platine dazu aussehen würde. Das ist das hier, okay. So, Seite danach. So, ich gucke auf die, ich habe hier, ich male es mal genau so mit dem links und rechts. Also ich habe hier meinen 25 Ohm Widerstand, der hier jetzt ein VIA hat. Das ist vielleicht ein SMD-Widerstand oder so. Also praktisch ist es irgendwas Sinnvolles und nicht einfach nur ein Widerstand, ne? Also hier ist der 25 Ohm Widerstand und da schließe ich jetzt eine Leitung dran an. Hier, die von da bis da eine Länge von 2,9 mm hat. So, und hier schließe ich die leerlaufende Leitung an, die auch eine Länge von 2,9 mm hat. Und genau an dieser Stelle hier ist der Punkt, an dem ich jetzt meinetwegen meinen Generator angeschlossen habe oder so. Also ich weiß nicht, was danach kommt. Das ist nicht modelliert und ist nicht da drin. Also was ist Kupfer? Kupfer, kann ich mal orange machen, ist jetzt genau das hier alles. Und so sähe die Platine aus. So, Voraussetzung, alles Luft. Ne? Wenn jetzt nicht Luft, sondern müsste man noch mit dem Wurzel-Epsilon effektiv daran gehen. Ja, gut, so. So kann man diese Anpassung machen. Kommt man auch aus dem Loch raus? Also wenn ich hier eine Impedanz habe, die meinetwegen hier drin liegt, also bei 100 Ohm, ja, komme ich. Ich bin jetzt ja schon mit der Leitung hier unten runtergelaufen und bin jetzt quasi schon an dem roten Punkt, auch mit den 2,9 mm. Das bleibt sogar so. Die Phase oder das, was ich hier drehen muss, muss ja im Prinzip dasselbe sein wie das, was ich da vorher gedreht habe. Das entferne ich nochmal. Jetzt muss ich aber eine kurzgeschlossene Leitung da dran machen. Das wollte ich so nicht. Ich bin nicht gar so geschickt hier. Och Mensch, muss ich das frei schwimmend machen. Packen wir eine kurzgeschlossene Leitung ran. Gut, da sehen wir, die läuft irgendwie auf dem, würde auf einem dieser grünen Zweige hier laufen. Das ist aber genau das, was ich nicht brauche. Also was die rote, auf der roten Linie hier passiert, das da, das ist ja irgendein ein Blindelement, das ich in Serie schalte. Dummerweise ist diese Leitung, die ich da anschließe, eben gerade nicht in Serie, sondern die muss zwingend parallel sein. Die Richtung mit kurzgeschlossener Leitung stimmt schon, das ist schon okay, aber eben falsche Elementschaltweise. So, also muss ich hier bis zu dem Punkt laufen und jetzt kann ich es entsprechend verlängern und kann da auch die Anpassung hinkriegen. So, das sind jetzt 4,5 mm in beiden Fällen, das ist auch realisierbar. Ja, gut. Qux kann das nicht, wenn ich das richtig weiß. Matching Circuit, nee, der liefert eben nur die LC-Elemente. Die müsste ich dann entsprechend umrechnen. Und das geht eigentlich nicht. Ich kann nicht einfach so ein Serien-L in eine Leitung umrechnen. Da gibt es kein so
funktioniert nicht so eins zu eins. Also wir haben das ja mal als Ersatzelemente gemacht, ganz kurz. Das war so dieses kurze Leitung mit Pi-Ersatzschaltbild und T-Ersatzschaltbild. So im letzten Freitag. Man kommt da schon hin, aber man hat immer zwingend auch immer nicht nur das L, das man eigentlich haben will, oder das C, das man eigentlich haben will, sondern immer das andere auch noch dazu. Das ist ein bisschen doof, ne? Deswegen ist es etwas schwieriger als mit L und C. So, aber auch das ginge. Gut, wie macht man das? Und wie genau rechnet man das aus im Smith-Diagramm? Entschuldigung, zeige ich gleich noch. Ich mache erstmal hier noch die Schaltungen zu Ende. Im Prinzip haben wir das alles gesagt. So als Referenz taucht das hier jetzt nochmal auf. Als Zusammenfassung im Prinzip. Ne? Also wie bewegt man sich in dem Smith-Diagramm? Also wenn Sie sich das Video nicht mehr angucken wollen, wo das einzeln im Einzelnen erklärt ist und Beispiele gezeigt worden sind, dann gucken Sie einfach auf diese Dinger hier. Also wie bewegt man sich mit welchen Elementen eigentlich wo rum? Hier geht es um die Parallelanpassung. Wir haben den Parallelresonanzkreis hier, den hatten wir gezeigt. Und dann geht es eben erstmal hoch, zack, und dann wieder runter. Und bei dem hier, das ist die Serienanpassung, kommen Sie aus dem Loch, wie ich es immer genannt habe, raus. Erstmal hoch und dann wieder runter. Lassen wir es da. Das können Sie selber wegmachen. Und die Formeln dazu habe ich Ihnen A in Grundlagen E-Technik mal hergeleitet und B hier nochmal hingeschrieben. X1, X2 und dann der zweite Teil, das ist eigentlich der duale dazu. Das heißt also, indem man einfach nur die Elemente richtig tauscht, an die richtigen Stellen in den Formeln tauscht, kriegt man dasselbe wieder raus. Dann die Anpassung über die Leitungen. Auch da sind beide Fälle gezeigt, wobei die Leitungen hier, ja, einmal ist es hier eine parallele Leitung. Da ist es eigentlich das Einzige, was tatsächlich praktisch zur Verfügung steht, uns in der Mikrostreifenleitung. Ne? Also wir können nur Leitungen da entweder in Serie dran machen, hier, oder wir können Admittanzen, die aus den Leitungen gebildet werden, parallel schalten. Wir können die nicht noch in Serie dazu schalten, das funktioniert hier irgendwie so nicht. Deswegen ist das eigentlich der einzig relevante Fall. Auch der ist hier gezeigt in zwei Beispielen. Ich habe hier die Formeln auch nochmal alle hingeschrieben. So, und das war's. Jetzt gibt es noch den anderen. Jo. Das alles finden Sie hinterlegt in meinem Excel-Sheet, das ich Ihnen auch mit auf das Ding, auch mit ins Verzeichnis reingelegt habe. Gucken wir uns mal an. Hier, wir wollen meinetwegen 10 Gigahertz. 10E9, bei 10 GHz eine Anpassung machen, und zwar wollen wir einen Widerstand, was hatten wir denn genommen, von 100 Ohm, ne? So, Alt Match to 1, also auf 50 Ohm, und zwar wollen wir den 100 Ohm dahin matchen, und zwar rein reell, also machen wir das weg, und da müssten wir eigentlich rausgekriegt haben, ja, da kommt es auch schon, das ist Fall 3. Das heißt also hier, kann man das lesen? Ja, ne? Da am Cursor zufällig steht schon. Also hier ist das eine Serienleitung von 4,5 mm und eine kurzgeschlossene Leitung parallel von auch nochmal 4,5 mm. Das ist eigentlich dasselbe gewesen wie das, was wir da ausgerechnet haben. Also dieses Tool hier auf Excel-Basis liefert Ihnen das Ergebnis auch. Sie können sich auch die Wege im Smith-Diagramm hier nochmal darstellen lassen. Und der blaue hier ist genau der, den wir eben auch so interaktiv gegangen sind. Also es ist ein bisschen redundant, was wir hier tun. Und die Frage ist, was Sie verwenden wollen, verwenden können oder so. Ich fand es mal ganz nett, das zu programmieren. So, das ist eigentlich, und das möchte ich jetzt auch zeigen. So, das ist eigentlich alles. Ja. Gut. Was ist hier was? Ach, das brauchen wir nicht unbedingt. Leistungsanpassung haben wir eigentlich gemacht. Also man versucht jetzt die Impedanz
der Last auf das Konjugate-Komplexe der Eingangsimpedanz anzupassen. Das ist das, was wir getan haben. Noch ein Wort über Rauschanpassung. Ich sagte eben schon, nur dass wir die Leistung da maximal reinkriegen, kann auch dazu führen, dass das Rauschen überproportional steigt. Also wir kriegen da zwar 10% mehr Leistung in den Verstärker rein, aber das Rauschen geht um 20% hoch. Das ist nicht so gut. Besser wäre es vielleicht, wir würden es hinkriegen, dass beides nur um 5% steigt oder so. Weil dann bleibt das Signal-Rauschverhältnis nämlich besser oder ist das Signal-Rauschverhältnis am Ende vielleicht besser. So, und deswegen muss man insbesondere bei Verstärkerschaltungen nicht nur darauf achten, die maximale Leistung aus dem Ding rauszukriegen, sondern vor allen Dingen im Eingang darauf achten, das minimale Rauschen oder das maximale Signal-Rauschverhältnis reinzukriegen. Dafür gibt es Vorschriften. Also sie passen dann eben nicht die Last an den Eingangsimpedanz an, sondern sie passen ihre Eingangsimpedanz, also sprich die Antenne meinetwegen, an auf die vom Hersteller vorgegebene optimalen Rauschpunkt. Das findet man beispielsweise auch in den Datenblättern. Da wird Ihnen einfach gesagt, es gibt einen optimalen Anpassungspunkt hier, der nennt sich Gamma Opt. Das werden wir bei der Verstärkerdesign noch mal etwas tiefer behandeln. Es gibt einen Gamma-Opt und wenn Sie den treffen, kriegen Sie die minimale Rauschzahl raus. Also kriegen Sie die beste Rauschperformance raus. Und dann nehmen Sie eben nicht das, was Sie als Anpassung da sehen, für das, auf das Sie optimieren, sondern nehmen Sie eben genau diesen Punkt und fertig. So. Noch ein Kapitel. Bis wann müssen wir? Das Viertel nach drei, ne? Oder dürfen wir? Gut, so, Antennen. Das ist eigentlich mein Lieblingskapitel. Schade, dass das heute so spät ist, aber kriegen wir schon hin. Ich habe, als ich promoviert habe, habe ich mich auch eine Menge mit Antennen beschäftigt, so ein bisschen mit Antennen beschäftigt. Da habe ich eigentlich gedacht, Antennendesign ist ausgelutscht, wer braucht schon Antennen? Man liegt im Leben nicht immer richtig mit seinen Einschätzungen. Das war nämlich falsch. Also zum einen gab es natürlich auch in den 90er Jahren schon irgendwie eine Historie von Antennendesign und es gab auch clevere Antennendesigner, die sich ausgelassen haben darüber, sodass man meinen konnte, naja, das meiste da ist dann schon mal ausprobiert und ausgedacht. Und zum anderen fehlte mir einfach die Fantasie, was für Geräte und Endgeräte wir heute miteinander mittragen, und was das eben insbesondere an die Antennentechnik für Anforderungen stellt. Ne? Also wenn Sie sich mal überlegen, was so Ihr Mobile Phone so an Diensten bedienen muss. Und jeder Dienst davon braucht mindestens eine Antenne. Ne? Da fangen wir mal an mit dem GSM. Gut, wir können auch noch weiter unten anfangen mit FM. Das heißt, die meisten Handys können das heute nicht mehr. Das war vor ein paar Jahren, konnten die noch FM. Okay, da hat man einfach den Draht vom Kopfhörer in der Regel genommen. Der war dann die Antenne dafür. Clevere Lösung. Aber immerhin, das war schon mal eine Antenne für FN. Dann bräuchte man, dann braucht man eine Antenne noch weiter unten drunter für NFC. Okay, das ist eine Spule, die auf den Akku gedruckt ist in der Regel, aber man braucht's. Auch das muss da sein. Dann hat man dieses Sub-Gigahertz-Band, LTE auf dem Handset weniger, aber man hat auf alle Fälle das Sub-Gigahertz-Dings dabei. So, ich schreibe doch mal kurz mit, damit wir uns das hier merken. Antennen im Mob-Phone. Also einmal FM-Radio. Dann NFC, also Spule auf Akku. So, dann Sub-Gigahertz. GSM-Bänder. Gut, da hat man zwei Sub-Gigahertz-Bänder, nicht? Also das eine für den amerikanischen Markt, das eine für den europäischen und sonstigen Markt. Die kann man sicherlich für beide verwenden, also so breit man sich kriegt man es dann schon hin, aber man braucht es halt trotzdem. Nicht? Man braucht trotzdem eine Antenne dafür. Dann haben wir die UMTS-Frequenzen und wir haben die
1,8 Gigahertz GSM-Bänder. Also das E-Netz und das PCS-1900 Band für die USA und das UMTS in der Regel das Band 1 bei uns, aber das ist zwingend weltweit nicht unbedingt so. Wir haben gesehen, auch da hat man alleine schon so 3 bis 4 Bänder pro Handy. Dann haben wir LTE. So, und damit sind wir mal gerade so in der Gegenwart angekommen. Plus wir haben noch Bluetooth und WLAN, was auch beides zunächst im 2,4 GHz Band läuft. Das hier aber auch mittlerweile schon im 5,8er. Ne? Also die meisten Handys bedienen das ja auch schon. LTE ist so bei 2,6. Das kann man vielleicht doch mit der gleichen Antenne benutzen wie WLAN und Bluetooth. Das mag sein. Was habe ich noch vergessen? Habe ich noch was vergessen? Nee. Also mindestens bei denen hier. Da, machen wir es mal so, ist MIMO möglich. Ja, der kommt gleich. Ich mache es erstmal weg, weil ich schöner schreiben möchte. MIMO Multiple In, Multiple Out, das heißt, Sie brauchen für den gleichen Dienst mindestens 2, am besten sogar 4 Antennen. Also für das gleiche Frequenzband, ne? Die müssen ja auch irgendwo hin, die Antennen. So, was haben wir noch da drauf? Haben wir was vergessen? Die Handy irgendwas, 5G kommt demnächst, nicht? Das könnte eventuell noch, aber da sind wir jetzt dann schon in dem, was auf dem Handy typischerweise noch nicht dabei ist, mit 5G beispielsweise irgendwas noch im 60 GHz Band. Haben sich sonst noch irgendwas durchgesetzt? Ne, eigentlich nicht. Ne? Jetzt haben wir eigentlich alles so mal erwähnt. Ich habe noch DVB-H. Ich weiß nicht, ob die Handys das wirklich spielen. Also auch irgendwo im 7 GHz, Sub-GHz-Bereich, dass sie da noch irgendwie Fernsehen empfangen können mit dem Handy. Ich glaube, das haben die Mobilfunkbetreiber sinnvoll verhindert, weil sie nicht unbedingt wollten, dass die Leute ohne Internet Daten zu verbrauchen Fernsehen gucken auf dem Handy. Ne? Also so in etwa muss ja gewesen sein. Also man könnte das sogar machen, man könnte auch Fernsehen gucken mit dem Ding, aber das ist, glaube ich, nie implementiert oder nie sinnvoll, also nicht flächendeckend implementiert worden. Man könnte das dann da reinpacken. Aber was Sie hier sehen, ist schon in völlig unterschiedlicher Ausprägung natürlich, dass da ein ganzer Zoo von Antennen drauf ist. Und das war eigentlich das, wo mein Trugschluss da vorlag seinerzeit. Ich gedacht habe, oh, das brauche ich. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemals in so einem Formfaktor wie so ein Handy in dem Ding da so viele Dienste und so viele Handys drin sind. In den 90ern fehlte da selbst einem 20-Jährigen die Fantasie dafür. Was immer das heißen mag für Sie oder für uns und die Zukunft. Okay, also, was ich damit sagen will, es gibt einen unglaublichen Bedarf an Handys, an Antennen, an guten Antennendesign, weil die schiere Menge der Antennen natürlich dazu führt, dass man sich da viele Gedanken drüber machen muss. Und es akzeptiert heutzutage ja auch keiner mehr, irgendwie so einen Stummel oder so da am Handy zu haben. Ne? Sondern das soll ja eigentlich im Design alles versteckt sein. Und man will es nicht sehen und man will die Hände hinpacken können, wo man will. Und eventuell sogar das Handy in den Mund nehmen und trotzdem soll es noch funken. Ne? Das ist ja so die Erwartungshaltung. Oder woanders hin. das ist ja die Erwartungshaltung und die soll auch erfüllt werden. Okay, das heißt also, wir müssen uns ein bisschen Gedanken machen über eben, dieses Bild habe ich schon gezeigt, nicht? Über eben verschiedene Antennen und das, was ich da diskutiert habe, war ja nur ein Endgerät, das Sie mit sich rumtragen. Sicherlich ein sehr mächtiges, aber es ist ein einziges Endgerät. Ne? Sie haben eventuell noch den Autoschlüssel, der Ihr Auto aufmacht und der hat alleine auch schon mittlerweile 2 Antennen. Wahrscheinlich hat er demnächst mehr, weil nämlich das mit den 2 Antennen gehackt ist. Ne? Also über den Relay-Attack man einfach ins Auto reinkommt. Dann haben Sie, ach was weiß ich, was Sie noch alles so brauchen, ne? An Diensten. Irgendwie noch so Personal Area Networks, so am Körper mit Variables dran, die dann irgendwie vom Brustgurt auch mit dem Dings spielen oder sprechen und sonst irgendwie Blutzucker noch messen und das auch noch durch die Gegend funken und so. Also es gibt da noch eine ganze Menge, was man noch bedienen könnte. Also
und was ich noch gar nicht erwähnt habe. Und dann gibt es natürlich auch noch den professionellen Bereich oder andere Dienste, wie eben zum Beispiel Kurzwelle und Fernsehen und Messtechnik und Radar und sonst irgendetwas und Autoradar und so weiter. So, wir haben so ein bisschen mit Antennen gespielt. Ich habe mir so ein paar angeguckt, hier mal Versuche gemacht zu kleinen Antennen. Da möchte ich ein paar prinzipielle Dinge drüber verlieren in der Zukunft und möchte Ihnen jetzt einfach mal die grundsätzlichen Konzepte von Antennen beibringen. Wir werden auch so ein paar konkrete Ausführungen lernen. Ich nenne das dann öfter mal die Mutter aller Antennen oder aller Antennen einer Sorte. Aber bei der schieren Menge von Antennen, die es so gibt, werden wir nicht übermäßig tief da reingehen. Wir werden auch mit Antenna Magus noch ein bisschen spielen. Hier, das ist ein Programm, mit dem man ganz wunderbar und auch relativ einfach verschiedene Antennen ausprobieren kann. Mal ist nicht ganz billig für uns. Wir kriegen dann einen guten Deal, weil wir Hochschule sind. Ist aber ein absolut tolles Tool. Also finde ich wirklich klasse. Auch gerade didaktisch ist es wunderbar geeignet. Und es funktioniert auch. Ich habe die eine oder andere Antenne damit auch entworfen und danach gebaut und sie hat funktioniert. So wie ich wollte. Was will man mehr? Gut, was braucht man? Wir brauchen mal so ein bisschen Terminologie und Vokabeln müssen wir lernen. Den Mechanismus der Abstrahlung müssen wir lernen. Dafür brauchen wir ein bisschen Elektromagnetismus mal wieder und Maxwell'sche Gleichungen liegen dem natürlich auch zugrunde. Und dann lernen wir mal so ein paar Typen von Antennen kennen und dann war es das eigentlich auch schon wieder. So, Maxwell'sche Gleichungen, bla bla bla, auswendig lernen und dann nie wieder brauchen. Also im Prinzip ist es so, wenn Sie die wirklich unter allen Randbedingungen kennen und beherrschen, dann ja, haben Sie alle Probleme gelöst. Also elektromagnetischen, vielleicht nicht unbedingt die privaten. Aber das ist so der Schlüssel, ne? Okay, die kennen Sie aber. Man kann die vereinfachen, das möchte ich jetzt aber auch nicht machen. Und das meiste dazu ist auch gesagt. Die Wellengleichung haben wir auch schon gehabt. Und wir kommen auf die freiraumausbreitende Welle. Hoppsa, da waren wir. Also nochmal kurz wiederholend. Hier reden wir von einer linear polarisierten Welle. Wir haben EY, HX und KZ. Das steht alles senkrecht aufeinander. Und das ist gerade für die ebene Welle auch entscheidend. Wir haben es im freien Raum mit TEM-Wellen zu tun und so wird es auch bleiben. Die Impedanz, also letztlich das Verhältnis zwischen diesen orthogonalen Feldstärkekomponenten, also elektrischer und magnetischer Feldstärke, ist die Impedanz des freien Raumes, sind 377 Ohm, kann man sich merken, oder 120 Pi Ohm. So, das ist das Verhältnis. Wenn ich Ihnen also irgendwo mal einen Feldstärkevektor oder die elektrische Feldstärke einer Welle gebe, dann können Sie sofort die magnetische ausrechnen. Und wenn Sie das können, können Sie auch sofort den Pointy-Vektor, zumindest den Betrag davon ausrechnen und wissen, wie die Leistungsdichte von dem Ding ist. Also das kann man sich, ist halt im freien Raum so und das kann man sich auch merken. So, die beiden Polarisationen haben wir erwähnt. Einmal die lineare und die vertikale. So. Hier und C ist in diesem Fall einfach nur eine Konstante. Ne? Also nicht zu verwechseln mit der Lichtgeschwindigkeit. Das ist mir gerade aufgefallen, das könnte hier missverständlich sein. Dann gibt es die zirkular polarisierte Welle, die hatte ich letztes Mal auch schon erwähnt, ne? Ja. Und warum man was macht, also das wäre hier auch nur Wiederholung und da stehen die beiden Feldstärkekomponenten oder haben eine Phasenverschiebung von 90 Grad. So. Den Pointing-Vektor haben wir auch schon gesehen, also die Leistungsdichte in einer Richtung und die Leistungsdichte. Schreibe ich nochmal dahinter Einheit Volt pro Meter mal Ampermeter gleich Watt pro Quadratmeter. Sodass Sie, wenn Sie das über eine Fläche integrieren, natürlich hier auf die Watt kommen. Ne? So, Computational Electromagnetics gehen wir auch schnell drüber. Randbedingungen hatten wir schon und Sie haben sie auch vorher schon kennengelernt. Na gut. Wichtiger ist Antennenparameter und Strahlungsdiagramme. Das ist jetzt nichts. Also das ist so wie ich das hier mache, ist das keine Raketenwissenschaft. Ne? Das kann man mit ein bisschen Zuhören
relativ schnell sich drei, vier Dinge an zwei Fingern abzählen, wenn man ja einfach eine Vorstellung davon entwickelt. Mehr braucht man hier eigentlich nicht. Reden wir einfach mal von einer ganz einfachen Antenne. Das ist ein Stückchen Draht. So, mehr ist das nicht. Und auf diesem Stückchen Draht ist einfach ein konstanter Strombelag. Das ist im Ansatz schon mal Blödsinn, weil ja eine Randbedingung hier oben an der Ecke verletzt wird. Eigentlich muss ja der Strom da auf Null gehen. Das tut er hier jetzt nicht, sondern der Strom, der rennt mit Vollspeed voll bis voll vor den Poller, ne? Bis nicht mehr weitergeht. Das ist nicht so ganz realistisch. Realistischer ist, dass er da wirklich abflacht. Tut er in meinem Bild jetzt hier nicht. Das nennt man auch den Hertzschen Dipol. Er ist auch klein, dieser Draht. Da kann man das vielleicht als Näherung sehen, nicht? Also kleiner als die Wellenlänge. So, und wenn man sich das anguckt, dann haben wir zunächst mal zwei Richtungen, die von Interesse sein können. Nämlich einmal bestimmt durch die Achse hier. Und das eine, was man sich vorstellen kann, wenn das hier tatsächlich irgendwie nur ein Draht ist, dann kann ich diesen Draht drehen, wie ich will. Der sieht immer gleich aus. Bis auf die Beschriftung, hier spielt aber keine Rolle. So, wenn der Draht immer gleich aussieht, dann wird die Strahlungscharakteristik von dem Ding wahrscheinlich kreisrund sein. Und das ist das, was hier unten aufgetragen wurde. Da. Upsa. Hier, auf dem unteren Bild. Ne? Also, das Ding strahlt zirkular drumherum. Hier, darauf möchte ich Sie aufmerksam machen, das hier scheint nahezulegen, dass die Antenne da liegt. Also so liegt. Das ist nicht so. Sondern tatsächlich ist es so, dass die Antenne hier nach oben guckt. So, der Draht steht hier senkrecht aus der Ebene raus. Das Programm, also NEC ist das, das zeigt das halt so. Und ich habe es nicht geändert. Ne? Also in Wirklichkeit ist es so. Während hier auf dem linken Bild ist es natürlich so. So. Liegt die Antenne tatsächlich so und man hat einen Schnitt, man sieht den Schnitt auch hier nochmal in diesem Diagramm, man hat den Schnitt tatsächlich in so einer Ebene hier so dadurch gemacht. Da ist die Antenne und dann hat man hier so einen Schnitt dadurch gemacht, den man hier auch nochmal in Rot sieht. So, wie kann man sich jetzt das Diagramm vorstellen? Sie sehen immer so viel Feld und so viel abgestrahlte Energie, wie Sie Strom unterwegs sehen. Zumindest ist das so die Klein-Fritzchen-Erklärung. Das heißt, wenn ich die Achse genau auf Sie richte, dann sehen Sie hier nicht, dass der Strom hin und her fließt, weil Sie gucken ja genau auf die Achse. Ne? Dementsprechend haben Sie auch bei diesen linearen Antennen hier unten da eine Null in der Richtung. So, da nach oben hier in dem Fall wird nichts abgestrahlt. In Richtung der Achse wird nicht gestrahlt. Während wenn ich die Achse so 90 Grad drehe, dann sehen Sie natürlich, wie viel Strom hier so hin und her geht. Und dann sehen Sie das Maximum. Also in Querrichtung das Maximum. So. Wie viel das jetzt genau ist, spielt erstmal so keine Rolle. Was ich hier jetzt gezeigt habe, ist, oder was hier gezeigt ist, ist eine Komponente, nämlich die Komponente E Theta. Das steht auch nochmal dran, in Theta, in Volt pro Meter. Also es wird hier einfach die Feldstärke gezeigt. Dazu müsste man auch noch wissen, wie weit die weg ist und so weiter und so fort. Hier sind es jetzt im Maximum 63,2 irgendwelche, also Volt pro Meter mal irgendwelche Gummipunkte. Also ist ein eher willkürlicher Wert. Wichtig ist das Verhältnis, dass die Form der Keule. So, was ist jetzt E-Theta? Und was ist damit gemeint? Also kartesische Koordinaten sind ja ganz wunderbar, wenn man wenn man irgendwelche Kastenprobleme lösen möchte, die sich so in Rechtecken stattfinden. X, Y, Z, fertig, kann man das ganz wunderbar nehmen. Kartesische Koordinaten wären zum Beispiel total blöd, um irgendeinen Ort auf einer Kugeloberfläche, sprich der Erde, zu spezifizieren. Weil ich könnte ja einen Ursprung in den Erdmittelpunkt legen, ne? Dann bin ich X-Achse, 6300 Kilometer ist der Radius, ne? Genau. Dann bin ich irgendwie, was weiß ich, X gleich 6000 Kilometer und Y ist, was weiß ich, so von Greenwich Richtung China 2000 Kilometer und jetzt komme ich auch wahrscheinlich irgendwo weiter oben raus. Und Z-Komponente ist auch nochmal irgendwas. So, völlig unpraktikabel, das in kartesischen Koordinaten anzugeben. Sondern ganz normal, da wo die
die Kugel das natürliche Element ist, gibt man natürlich Winkel an. So, auf der Erde gibt man irgendwie eine Längen- und Breitengrade an. Die Längengrade geben an, wie viel Winkel man zwischen dem Erdmittelpunkt und dem Äquator und seinem eigenen Punkt hat. Und der Längengrad gibt einfach an, wie der Winkel zwischen dem Längengrad von Greenwich willkürlich festgelegt. Hätte man auch überall anders hinlegen können. Greenwich hat sich ja durchgesetzt. Wo der Längengrad von Greenwich liegt, der Winkel am Mittelpunkt gemessen zwischen eben dem Längengrad von Greenwich und dem Längengrad, auf dem man steht. So, fertig, das ist alles. Wenn Sie in Greenwich stehen, dann ist es halt null. Greenwich, weil da die Sternwarte, die königliche Sternwarte war und die Briten da zu der Zeit große Seefahrervolk waren und sich da navigationsmäßig sehr hervorgetan haben. So, das heißt also, man würde das Ganze mit zwei Winkeln angeben. Auf der Erdoberfläche würde man nicht noch da zusätzlich angeben, dass man sich in ca. 6300 Kilometer Entfernung vom Mittelpunkt bewegt, weil wo sollte man sonst sein? Also außer man fliegt, dann kann man noch die Höhe angeben, aber das macht man auch nicht zum Erdmittelpunkt. Nicht? Und ansonsten ist man halt irgendwo auf der Erde, weil woanders kann man nicht sein. So, was will ich damit sagen? Wenn ich mir eine Antenne angucke, dann habe ich eigentlich auch irgendwie immer ein kugelsymmetrisches Problem. Ich bewege mich oder ich bin auf einer Kugel von der Antenne aus gesehen, ja, einen gewissen Abstand. Ne? Also habe eine Antenne hier, da stehen und bewege mich und bin in einem Abstand R davon. Das ist das Unwichtigste eigentlich. Das bestimmt eigentlich nur, wie ich die Leistungsdichte respektive die Felder skalieren muss. Und ich sehe die Antenne oder werde von der Antenne gesehen in einem Winkel Phi. Auch das ist willkürlich angenommen zu irgendeiner X-Achse, die ich irgendwo hinlegen kann. Das kann ich natürlich sinnvoll, mehr oder weniger sinnvoll machen, wenn die Antenne eine Vorzugsrichtung hat. Und in einem Winkel Theta, da sieht man von der Antenne aus gegenüber der XY-Ebene, aber 90 Grad minus Theta, in der Regel misst man das von der Z-Achse aus. So, und dann gebe ich die Koordinate an, wo ich mich hier befinde. Und dann ist E-Theta die Komponente, die dann genau in Theta-Richtung, also wenn ich jetzt mein Theta ändern würde, so ein Stückchen, also jetzt nicht auf dieser Linie bin, sondern ein Stückchen darunter, so wie dann die Theta-Komponente verlaufen würde oder sich ändern würde. So, das ist genau diese Winkelkomponente E-Theta. 90 Grad dazu, E-Phi und nach außen strebend, aber in der Regel sowieso 0, ist die radiale elektrische Feldstärke-Komponente. Da ich es mit einer TEM-Welle zu tun habe und normalerweise die Ausbreitungsrichtung KZ, die nach außen ist, ist auch ein ER gleich 0. Ist einfach nicht da. Das heißt, KZ ist ja hier auch falsch, Entschuldigung, K. Z heißt ja in Z-Richtung, ne? Haben wir nicht. Also K, normalerweise R ist ER normalerweise gleich 0. Jo, das ist damit gemeint. Und wie ich das alles hin und her transformiert kriege, habe ich Ihnen hier gezeigt. Zunächst, wie ich den Ort hin und her transformiere, das ist ja eine Frage. Also wenn ich einen Ort in X, Y und Z gegeben habe, wie komme ich dann auf R, Phi und Theta? Das ist eine Formelumrechnung. Haben wir im dritten Semester vielleicht schon mal gemacht. Und die andere Frage ist, was ist jetzt dieses E-Theta, also wie ändert sich das? Und das Problem, zumindest in kartesischen Koordinaten gesehen, ist, dass E-Theta immer sich irgendwie anders oder irgendwie anders steht. So, hier habe ich dummerweise X und Z vertauscht, zumindest auf dem linken Bild. Das ist nur eine Markierung für mich, damit ich eventuell mal, wenn ich reingucke, das auch ändere. Also eigentlich muss ich hier, ist das hier EX und das hier ist EX und hier ergibt sich EZ und das ist EX und EZ und EX und EZ und hier ist es nur EZ. So, will so viel heißen wie, wenn ich mich an der Z-Achse bewege, dann ist hier die erste Bewegungsrichtung, die ich habe, dass ich von der Z-Achse weggehe, wenn ich Theta nur so ein bisschen ändere. Dann ist E-Theta gleich EX oder fast EX. Wenn ich aber hier an der X-Achse mich bewege, dann durchstoße ich die ja gerade, dann ist E-Theta gleich EZ.
Das heißt also, das dreht sich immer so ein bisschen. Es ist nicht immer so, dass ich so in 1 zu 1 mit irgendwelchen konstanten Faktoren Ex und Eθ umrechnen kann. Ja, und dem muss ich Rechnung tragen. Das ist bei Phi ähnlich. Ne? Dem muss ich Rechnung tragen und muss auch das mit einer Transformationsmatrix vernünftig umrechnen. Und dann ist in jedem Winkel, in jedem Winkelort, den ich hier in Phi und Theta gegeben habe, die x-Komponenten, die r, die Theta und die Phi-Komponente einfach anders umrechenbar. Habe ich das nochmal? Ja. Gut, die Formeln dafür stehen hier, braucht man sich aber auch eigentlich nicht zu merken. Was man sich merken müsste, ist eigentlich hier, und hier ist es genauso umgedreht, das ist aber auch das gleiche Bild. Hier ist es eigentlich genau so, dass z und x vertauscht sind zum einen und dass aber auch eθ ja, sich eigentlich mit der Position mitdreht. Gut, damit haben wir jetzt verstanden, was hier mit eθ gemeint sein könnte. Und auch hier ist eθ gezeigt und nicht ephi. Die Phi-Komponente hier ist sogar 0, weil wo soll die herkommen? Ich habe hier eine Rotationssymmetrie. Die kann keine Vorzugsrichtung irgendwie in der Richtung hier drumherum machen. Ne? Also schlichtweg nicht da. Deswegen ist ephi, ich schreibe es nochmal daneben, in allen Fällen gleich 0. So, das Ganze etwas in verschönert und noch mit einer Skalierung, nämlich hier in dB angegeben. Ist dann auch eine Darstellung des Strahlungsdiagramms. Oder auf Englisch das Radiation Pattern. Hier kann ich jetzt also jetzt einfach nur verdengeln. Das ist eigentlich genau dasselbe Bild wie das, was ich vorher hatte. Nur ist es eben an zwei Dingen unterschiedlich. Zum einen habe ich jetzt zum einen habe ich das Ganze jetzt in dB angegeben und die Skala hier auch in dB gemacht. So, wie Sie wissen, dB ist immer ein Verhältnismaß, Verhältnismaß von Leistungen. Die Frage ist, was ist jetzt eigentlich der Bezugspunkt? Ja genau, da war ja schon das Stichwort, ne? Der isotrope Kugelstrahler. Und was ist ein isotroper Kugelstrahler oder ein isotroper Strahler oder ein Kugelstrahler? Also eigentlich ist es ein Pleonasmus, wenn Sie isotroper Kugelstrahler sagen. Ja, das mit dem Punkt ist eine schöne Vorstellung, aber falsch. Also es ist eine Antenne, die die Leistung, die sie am Fußboden kriegt, in alle Raumrichtungen gleichmäßig abstrahlt. Wie die ausgeführt ist, ich kann es Ihnen sagen, es ist definitiv kein Punkt. Ja. Weil, also es gibt ihn auch nicht. Also den Kugelstrahler gibt es nicht. Also wirklich die Antenne, die in alle Richtungen gleichmäßig strahlt, ist nicht da. Da gibt es mathematische Argumente, warum das nicht sein darf. Man kann sich nähern, aber man kommt nicht hin. Also Kugelstrahler gleich Antenne, die die Leistung in alle Raumrichtungen gleichmäßig abstrahlt. Die schöne Vorstellung ist tatsächlich, ich habe da so einen Punkt und der macht das auf mystische Art und Weise irgendwie. Aber das führt in die, also kann man sich so vorstellen, aber es führt in die Irre. Also das ist es nämlich nicht wirklich so. Man könnte auch nehmen hier Bezugspunkt für dB gleich das Integral oder das Raumintegral, das Oberflächenintegral der Leistungsdichte. Das ist dasselbe eigentlich, nur mathematischer ausgedrückt.
So, und das führt dazu, weil ich ja hier Lücken habe. Ja, und den kann ich, ja, ich kann es erstmal ein bisschen, ich mache es mal noch ein bisschen größer. Nee, doch, ich lasse es so. So, und doch, ich mache es doch größer. Das geht. Ja, ein bisschen kleiner muss es. Kommen Sie damit eigentlich klar oder ist das für Sie Schmiererei, was ich hier jetzt da reinschmiere? Also ästhetisch ist es nicht unbedingt, muss ich sagen, wenn man es lesen kann. Aber wenn man denn damit irgendwie diesen Schmierereien irgendwie leben kann, ist es vielleicht ganz hilfreich. Also, und bei dem könnte ich ja sagen, okay, also ich habe jetzt einen, der verteilt alles gleichmäßig und zwar alles hier auf dieser Nulllinie, ne? Das ist die 0 dB. So, und jetzt muss in einer idealen Skalierung, die wir hier nicht haben, das sage ich auch gleich dazu, weil wir hier eine logarithmische Skalierung haben der Achse, funktioniert das, was ich gleich sage, nicht wirklich. Aber Sie haben natürlich hier Flächen, da die meinetwegen und auch die, da bleibt die Strahlung unter dem isotropen Kugelstrahler. Ne? Jetzt habe ich es auch gesagt, unter dem Kugelstrahler. S geringer als bei KS, Kugelstrahler. So, also müssen Sie Punkte haben, wo es auch größer ist und das ist hier, da und idealerweise müssten diese Flächen ja gleich sein. Wie gesagt, bei der Skalierung, die wir haben, ist das nicht so. S größer als bei KS, also gleich Gewinn. Also da haben Sie einen Gewinn gegenüber dem Kugelstrahler. So. Da ist schon wieder so ein komischer Strich drin. Da müssen wir mit leben. Okay, das kann man jetzt auf verschiedene Art und Weisen hinzeichnen. Also entweder man macht das Ganze so, wie ich das eben hier getan habe, auf dem Bild, so zweidimensional. Oder da kann man auch am meisten dran ablesen. Dummerweise findet man nicht jeden Raumpunkt da bezeichnet, nicht? Sondern man hat eben nur die eine Ebene und die andere. Oder man macht das Ganze dreidimensional. Da kann man sich natürlich ganz wunderbar an dieser schönen Form des Donuts erfreuen. Aber man kann da eigentlich nicht wirklich was dran ablesen. Ne? Also man sieht dann irgendwo, gerade wenn man irgendwelche komplexeren Antennen hat, wo da vielleicht in welcher Raumrichtung noch irgendwas zu beachten ist oder sich irgendwelche Nebenzipfel oder sowas ergeben. Aber so richtig Werte rauslesen kann man da eben dann doch schwierig, nicht? So, jetzt möchte ich noch eins einwerfen. Das hat mir, deswegen ist es eigentlich der einzige Grund, warum es da steht. Da habe ich irgendwie in meiner Promotionszeit dran rumgeknabbert. Plötzlich schmeißen gerade in der angelsächsischen Literatur Leute mit Ausdrücken wie E-Plane und H-Plane durch die Gegend. Also E-Feldebene und H-Feldebene. Und ich konnte das immer nie so richtig zuordnen, was da was ist. Deswegen habe ich diese eine Folie gemacht, damit Ihnen das nicht genauso geht. Wenn Sie sich jetzt hier die Keule angucken, einer linearen Antenne, dann, ich habe es ja eben gezeigt, ist das in etwa dieses hier, dieses Gebilde, so ein Ding. Und in genau der Ebene schwingt auch das E-Feld, ne? Da. So, und im Prinzip diese Ebene, die durch die E-Feldvektoren gebildet wird, das ist die E-Ebene. Und senkrecht dazu, nämlich wenn hier ein Strom fließt, da, dann führt der Strom ja, rechte Handregel, dazu, dass sich drumherum hier irgendwie so ein Magnetfeld kringelt. Und die Ebene, in der sich das Magnetfeld, der Feldstärkevektor der magnetischen Feldstärke kringelt, ist halt die H-Ebene. So, Punkt aus, das ist alles. Ich habe da halt ein paar Tage gebraucht, darüber nachzudenken, bis ich das irgendwie raus hatte, weil es nirgendwo stand. Ich habe es nie richtig definiert gefunden. Das hat mir Schwierigkeiten gemacht, deswegen habe ich es einmal aufgeschrieben. Gut, so, dann, das hatten wir ja schon erwähnt, nicht? Die isotrope Antenne bzw. der Kugelstrahler, hier ist er nochmal gezeigt, ich habe die Definition eben schon angegeben, nicht? Eine Antenne, die einfach in alle Richtungen gleichmäßig strahlt, die ist nicht existierend, aber ein schönes Modell. Ja, und dann haben wir eben solche Parameter wie Direktivität und Gewinn und dann müssten wir eigentlich auch in einem schönen Bild ankommen, daran kann man das viel besser erklären als an dem Text, dem können Sie sich das nochmal durchlesen.
Ja, wenn wir jetzt eine Antenne haben mit einem etwas komplizierteren Strahlungsdiagramm, genau das war das Wort, das hier in Schwarz gezeigt ist, und zwar das innere Schwarz. So, dann brauchen wir zunächst einmal einen Positionspunkt. Und das ist das, was passieren würde, wenn wir die ganze Leistung, die jetzt hier irgendwie komisch abgestrahlt wird, gleichmäßig abstrahlen. Das ist das, was in Rot gezeigt ist. Das ist die isotrope Referenz. Ja, und jetzt können wir die Hauptstrahlrichtung gucken, also die uns anschauen. Das ist nämlich die Hauptstrahlrichtung, ist da, wo die meiste, größte Leistungsdichte ist. Und dann gucken wir einfach, wie viel ist die Leistungsdichte in der Hauptstrahlrichtung größer, als das beim Isotropenstrahler wäre. Und das ist der Gewinn. So, Punkt. Da ist nicht viel mehr dabei. Das ist einfach der Gewinn und darüber definiert sich auch die Antenne. Also wenn ich tatsächlich die Strahlung von dieser Antenne da, die Leistungsdichte der Antenne genau in dieser Richtung messe und gucke, dann ist die eben einfach um diesen Faktor G größer, als das der isotrope Strahler machen würde. Gewinne von Antennen können sein etwas unter 1. Dann verliert sie halt. So ein bisschen die Frage, was messe ich? Messe ich das, was ich der Antenne anbiete oder das, was aus der Antenne rauskommt? Was ist der Unterschied? Die ohmschen Verluste und die Verluste im Material, ne? Also es kann ja sein, dass ich eine schlechte Antenne habe, der gebe ich da so ein bisschen Energie und dann verheizt der erstmal was im Kupfer und macht die Platine heiß und so, was dann noch übrig bleibt, wird abgestrahlt. Dann habe ich eine Antenne, die hat eben noch nicht einmal den Gewinn 1, sondern weniger. Ich kann natürlich auch sein, gerade wenn ich im Marketing unterwegs bin, möchte ich das ja möglichst verschleiern, dass ich da sage, so, ach, ich nehme mal das an als Referenz, was überhaupt rauskommt aus der Antenne. Also die ohmschen Verluste unterschlage ich einfach. In dem Fall kann ich natürlich nie unter 1 kommen. Weil in einer Richtung hat er mindestens so viel, wie der Kugelstrahler hat. Eigentlich sogar mehr muss er ja haben, weil in einer anderen Richtung hat er weniger. So, und das kann natürlich auch gehen bis in die 1000, 10.000 oder 100.000. Also je nachdem, was für eine Antenne ich habe, kann ich auch entsprechend bündeln, die Strahlung, und eben nicht in die ganzen 4 Pi abstrahlen, sondern wirklich sehr, sehr scharf gerichtet. So, und dann habe ich eben Gewinne von Faktor 1000, 10, 100.000 oder so. Also richtig große Zahlen, ne? Ja gut, in dem Fall bezogen auf den Isotropenstrahler. Okay, dann kann ich daraus ja einen Öffnungswinkel definieren. Das ist im Prinzip genau dasselbe wie mit dem Filter. Nur, dass ich nicht in der Frequenz wandere, sondern im Raumwinkel wandere. Das heißt also, ich gucke von dem Maximum aus ein bisschen links, ein bisschen rechts. Wann ist eigentlich da die Leistung auf die Strahlungsdichte auf die Hälfte abgefallen? Das ist genau der 3 dB-Punkt. So, da habe ich da eben die Half-Power-Beam-Width. Also das ist genau der Raumwinkel oder der Winkel vielleicht auch in der Ebene, in der ich gerade genau die halbe Leistung links und rechts von dem Maximum habe. So ist im Prinzip der Öffnungswinkel. Danach strahlt die auch noch, nur eben ist es dann nicht mal mehr die Hälfte der maximalen Leistungsdichte, die da rauskommt. Also das Typische wie beim Filter auch, ne? Ja, dann habe ich in der Regel hier solche Nebenzipfel. Sidelobe, ich schreibe mal noch dahin, Nebenzipfel. Heißt es auf Deutsch, nicht mit Mütze dahinter. Also keine Nebenzipfelmütze. Und dann habe ich noch die Front-to-Back-Ratio, Front-to-Back-Ratio, also das Verhältnis der Leistungsdichte, die in die Rückwärtsrichtung geht, also genau gegenüber der Hauptstrahlrichtung. So, daran kann man das alles messen. Okay, so, was habe ich denn für typische Dinge und für typische Antennen, die ich hier mal kurz noch erwähnen möchte, um dann noch ein bisschen was daraus abzuleiten. Mein kleiner Dipol, das war der mit der gleichfälligen Stromverteilung, wo ich schon gesagt habe, das macht keinen Sinn, den gibt es eigentlich gar nicht. Der hätte jetzt einen Gewinn von 1,5. In dB umgerechnet ist das 1,76. Der Halbwellendipol, wir werden ihn gleich noch intimer kennenlernen, das ist der, wo der genau eine halbe Wellenlänge lang ist. Der hat einen Gewinn von 1,64, ist also ein bisschen mehr, oder 2,16 dB. Und das, was ich hier als Maß für ein System in der Regel nehme, ist genau dieser Wert hier, die EIRP, die Effectively Isotropic Radiated Power. So, was ist das? Ist eine einfache Frage, die man sich hier beantwortet. Wenn ich nicht diese super bündelnde Antenne hätte,
sondern einen Kugelstrahler. Welche Leistung müsste dieser Kugelstrahler haben, um dieselbe Strahlungsleistung zu erzeugen wie die Bündelantenne? Naja, und das ist eben in Hauptstrahlrichtung genau der Gewinn mal die Leistung, die die andere Antenne hatte. Also sprich, wenn ich jetzt an eine Antenne mit einem Gewinn 1000 1 Watt gebe, dann müsste ich an einen Kugelstrahler, damit ich dieselbe Strahlungsdichte in der Hauptrichtung kriege, 1000 Watt geben. Also Gewinn mal die Leistung. Naja, und so kommt es eben dazu, dass also zum Beispiel hier so ein Fernsehsatellit da oben, wenn ich da eine Kugelstrahler dran hätte an dem Fernsehsatelliten, dann müsste ich dem da 100 kW geben. Mache ich nicht, weil dann würde es hier auch wahrscheinlich taghell wird es hier nicht werden, aber den würde ich dann gut sehen können, den Satelliten. weil Verlustleistung habe ich auch noch ein bisschen dabei. Sondern was man da oben tatsächlich macht, man hat irgendwie eine abzählbar große Leistung, wir machen da Details noch zu, 80 Watt oder sowas in der Richtung, und dann hat man eine passend bündelnde Antenne, Gewinnfaktoren gute 1000 oder mehrere 1000, und dann kommt man eben mit real existierend 80 Watt hin und hat die gleiche Strahlungsleistung, als wenn da oben, als wenn die Marsianer mitgucken wollten, dann müsste ich da eben, aber warum sollten die sich für deutsches Werbefernsehen interessieren, dann müsste ich da oben eben 100 kW rausballern, brauche ich so nicht, weil ich eine bündelnde Antenne habe. Die Antenne ist auch das einzige Element, das tatsächlich Signalrauschabstand verbessern kann. Da müssen wir im System nochmal genauer drauf schauen, wenn wir wirklich Systembetrachtung machen. Ein Widerstand, ein Dämpfungslied sowieso nicht, ein Verstärker auch nicht, kann Signalrauschverhältnis nicht verbessern. Kann nur schlechter werden, außer die Antenne. Die Antenne kann Signalrauschabstand vergrößern. Oder gar nicht erst schlecht machen. Weil das auch sinnvoll ist, sind auch viele Systeme über EERP definiert. Nehmen wir mal zum Beispiel ein WLAN-System. Ich beim WLAN-Router nur sagen würde, ich glaube 100 Milliwatt ist es, 100 Milliwatt an der Antenne, dann könnte, und das tun ja auch Leute, dann könnten ja Leute legal herkommen und sagen, oh, da mache ich eine Bündelantenne drin, baue mir eine Richtfunkstrecke auf. Wenn dummerweise jetzt irgendjemand anders da sein WLAN-Netz genau in der Keule oder in der Nähe der Keule aufgebaut hat, dann wird er enorm gestört. Ne? Nämlich genau so gestört, als würde der da mit 1000 Watt oder mit meinetwegen 100 Watt WLAN-Leistung rausblasen. Ne? Und deswegen definiert man eben nicht, in der Regel bei solchen Sachen, definiert man eben nicht die Ausgangsleistung des Verstärkers als systembestimmend, sondern die Effectively Isotropic Radiated Power. So, und dann bringt ihnen nämlich die Antenne nichts, weil dann müssten sie nämlich, wenn sie eine Richtantenne dran bauen, den Verstärker bedämpfen. Ja, weil das, was sie als Gewinn an der Antenne haben, müssten sie als Gewinn oder Ausgangsleistung im Verhältnis von der Ausgangsleistung wieder abziehen. So machen die meisten Leute nicht. Aber man müsste. Also wenn hier jetzt, wir können das ja ein bisschen mit rumbasteln, wenn man hier jetzt also so eine Antenne baut, meinetwegen hier auch so eine Richtantenne für WLAN oder ein Yagi oder sowas, also eigentlich darf man es nicht betreiben. Das ist auch der Grund, warum die eben ein Reverse Polarity SMA haben, damit man nicht einfach so sich eine Antenne kaufen da anschließt, sondern eben nur für WLAN zugelassene Antennen. Okay. Sie bleiben ja auch alle bei Rot an der Ampel stehen, ne? Ja, also. Okay, so, jetzt haben wir uns die Luftseite der Antenne angeguckt und das Radiation Pattern angeguckt. Achso, ein Satz noch hierzu, Entschuldigung. Ah, da unten steht er nämlich auch schon. Es gibt bei manchen Systemspezifikationen nicht das EERP, sondern das ERP. Ja, was ist das Blöde bei EERP? Die Antenne gibt es nicht, die Vergleichsantenne dazu. Ne? Also habe ich eben gesagt, den Kugelstrahler gibt es eben nicht. Also es ist ein rechnerischer Wert. Ich muss den immer ausrechnen und irgendwie hin und her und umrechnen und so. Ist zwar schön, aber da gibt es nicht wirklich. Messtechnisch sinnvoller ist es ja zu sagen, okay, ich nehme nicht als Vergleichsantenne eine Antenne, die es gar nicht gibt, aber die theoretisch ein schönes Konstrukt ist, sondern ich nehme eine Antenne, die vielleicht theoretisch nicht so schön ist, aber real existiert.
Wäre ja auch eine Variante. Ne? Und so eine real existierende Antenne ist zum Beispiel der Halbwellendipol. Und dann könnte ich ja im Messaufbau, in meiner anechoic chamber, also in der echofreien Kammer, Schirmkasten, kann ich ja einfach eine Messung machen mit der Antenne, die ich betrachten möchte. So, messe ich, und dann schraube ich die raus, schraube ein Halbwellendipol rein und dann vergleiche ich die beiden Messungen miteinander. Setze die ins Verhältnis. Die haben natürlich am Fußpunkt die gleiche Leistung bekommen. Ne? Vergleiche die miteinander und dann kriege ich auch eine Zahl raus. Und dann kriege ich nämlich raus, wie viel besser ist die Antenne, die ich betrachtet habe, gegenüber dem Halbwellendipol. Und dieses Maß ist genau der ERP. Halbwellendipol natürlich in Hauptstrahlrichtung, ne? Also nicht in Richtung der Achse. Auch klar, das macht keinen Sinn. Also das ist messtechnisch sehr viel einfacher, weil ich muss nur die Antennen austauschen, die beiden Werte ins Verhältnis setzen und fertig. Ich muss nicht rumrechnen, muss vor allen Dingen nicht, eigentlich müsste ich ja integrieren. Ne? Und ich müsste ja gucken, wie viel wird überhaupt insgesamt in den Raum abgestrahlt und das müsste ich dann aufeinander, das ist sehr aufwendig theoretisch. Und mit dem Halbwellendipol ist es eben einfacher. Und manche Systeme, zum Beispiel auch RFID-Systeme, sind eben auf ERP spezifiziert. Gerade im angelsächsischen Raum macht man das ganz gerne, dass man da eher auf den Halbwellendipol als Vergleich nimmt und nicht den Isotropenstrahler. Der Unterschied hier ist das I in der Darstellung oder in dem Namen. Und mathematisch ist der Unterschied genau diese da. Das ist das Delta, die 2,16 dB. Ne? Also EIRP ist 2,16 dB über ERP. Hätte man auch gleich sagen können, machen wir die Zahl dazu und fertig. Ne? Also. Aber falls Sie mal darüber drüber stolpern, in den meisten Fällen ist nicht einfach das I vergessen, sondern was anderes gemeint. Okay, so, gucken wir uns das Ganze schaltkreisseitig nochmal an, die Antenne, weil die Antenne haben wir, schaltet ja nur in die eine Richtung ab. In der anderen Richtung hat sie dann, sieht sie dann irgendwie aus wie etwas, was ich einlöten kann. Irgendwann wird alles R, L und C. Das wissen Sie auch seit dem zweiten Semester, nicht? Also ich muss nur einen Schaltkreis weiter vereinfachen und dann bleibt nur noch R, L und C übrig, mehr nicht. Und ich muss jetzt tatsächlich Leistungen betrachten hier, um auf diese Schaltkreiselemente zu kommen. Und zwar die kleine Antenne da in der Mitte. Da habe ich vier Leistungskomponenten da. Einmal das, was ich ihr gebe. Das kenne ich vielleicht, kann ich ja messen. So, und dann wird es schwierig. Nämlich, das eine ist, wie viel verheizt sie einfach in Kupfer und Substrat oder in dem Material oder so. Also wie viel wird einfach Wärme. Das ist schwer zu messen, also eigentlich nicht zu messen. Wie viel strahlt sie ab? Das kann ich noch messen, aber es ist aufwendig. Da muss ich nämlich eigentlich über die ganzen 4π-Raumwinkel wirklich jeden Punkt, oder zumindest fein genug, in jedem Punkt die Leistungsdichte messen und dann aufintegrieren. Also kann man ja tun, aber man muss eben so nicht nur einmal 360 Grad, reicht nicht, sondern ich muss schon 4π, also mehrfach rum. Das kann ich messen und dann, wie viel Energie ist im Nahfeld gespeichert. Also geht im Prinzip mal so ein Stückchen raus aus der Antenne, wird aber in der nächsten Halbwelle wieder eingesogen. So ein Blindanteil von Energie, der da pulsiert. Ne? Naja, gut, und das kann ich mir als Schaltkreiselement dann hinbasteln. Und dann komme ich eben da auf diese drei Elemente hier. Einmal steht das da irgendwo. Das ist das hier, das ist der und das ist der. So. Die beiden R's sind schwer voneinander zu trennen oder eigentlich nicht voneinander zu trennen, weil der Generator weiß nicht, was wird Wärme und was ist wirklich abgestrahlt. Nicht? Ich kann es eben über die Integration, über alle Raumwinkel messen, was abgestrahlt wurde und der Rest ist dann eben die Verlustleistung. Das X schon, das ist Phasendrehung, ne? Das kriege ich schon irgendwie raus. Ja. Okay, und daraus kann ich mir jetzt irgendwie eine Antenneneffizienz definieren, weil das Abgestrahlte und das Zusammengesetzte gibt natürlich das Gesamte. Und dann habe ich die Antenneneffizienz hier von eta gleich p rad durch pt. Jetzt ist man ja vielleicht so als jemand, der aus der Energietechnik so ein bisschen kommt oder Automatisierungstechnik gewohnt, dass so Effizienzen große Zahlen sind, also große Zahlen meint dicht an 1, ne, größer als 1 natürlich nie.
So ein Motor, sicher 80, 90, so ein Trafo 95% oder sowas, hat der sicherlich an Energie, an Effizienz, Antennen aber nicht. Also Antennen gibt es im Ganzen, je nachdem wie man sie baut, im eigentlich ganzen Zahlenbereich von 0 bis 1. So eine Antenne klein für Autoschlüssel im 70 cm Band, also nee, das ist, ja, also nehmen wir mal an, der macht 433 MHz. Wie gesagt, gewisse Autohersteller haben da 433 MHz. Da ist die Antenne, oder das ist die Welle 70 cm lang. Die halbe Antenne wäre 35 cm. Das wäre eigentlich eine effektive Antenne. 35 cm möchte ich mir nicht als Autoschlüssel in die Hosentasche stecken. Das passt da nicht so richtig rein. Also muss ich die Antenne noch kleiner und kleiner und kleiner machen. Und dann wird sie noch ineffizienter. Und habe ich vielleicht noch die Hand drumherum. Da kann die Antenne jetzt nicht unbedingt was für, aber das System schon. Ne? Oder das System leidet trotzdem drunter. Sodass ich also bei solchen Antennen, die klein gegenüber der Wellenlänge sind, tatsächlich einstellige Effizienzen rauskriege. So schlecht sind sie halt. Ja. Und gerade hier beim Remote Keyless Entry, da wo ich mit 125 kHz die Anfrage schicke, möchte ich das eigentlich sogar auch. Also, ja, ich nehme es in Kauf, ich könnte es auch anders realisieren, aber da möchte ich gar nicht was, was so weit strahlt. Ne? Auf der anderen Seite, eine gut gebauter Lambda-Halbe-Dipol, vernünftig, der hat auch Effizienz auf deutlich über 90%. Also der ganze Zahlenbereich ist da und darauf möchte ich Sie eigentlich an der Stelle auch aufmerksam machen. Ist nicht so, ich mache eine Antenne und dann hat die schon mindestens 80% oder sowas. Nicht? Weit gefehlt, sondern da kann ich eben, und der Faktor dazwischen ist eben einstellig bis 90%, der Faktor ist eben 10. Ne? Da kann ich schon einen Faktor 10 besser oder schlechter machen mit der Antenne. Und das ist im System eine Menge. So. Ja gut, wie rechne ich das aus? Das ist eigentlich hier Grundlagen E-Technik 1 oder 2. Also über irgendwelche, ich rechne einfach aus den Leistungen da dann um auf die Widerstände, wenn ich noch weiß, was für ein Strom unterwegs war. Naja, werden wir nicht tun, werden wir nie tun. Okay, was wollte ich damit sagen? Ja, ich habe jetzt hier mal einmal, das ist aber hochtheoretisch. Also an dieser Stelle könnte man jetzt hergehen und den Halbwellendipol oder mindestens die Strahlungscharakteristik des kleinen Dipols ausrechnen. Also was sind die Maxwell'schen Gleichungen und wie sieht das Fernfeld oder überhaupt das Feld des Dipols aus? Ich verzichte an der Stelle drauf. Ich möchte ein paar Punkte hier einfach erwähnen. So, was ist das eigentlich? Also zum einen, es gibt dieses Konzept der Green'schen Funktion. Die heißt G. Und dieses G ist nichts weiter als die Lösung der Wellengleichung bei einer Delta-Anregung. Das ist tatsächlich ein Punktstrahler dann. Ne? Also das hier ist tatsächlich hier der Punkt, allerdings der Punkt mit einer Richtung noch dabei. Und das hier ist die Wellengleichung an der Stelle. Also das hier ist die zweite Ableitung, also d nach dx² und so weiter. Und dieses k ist einfach der Ausbreitungskoeffizient. So, jetzt kann ich mir als Modell, kann ich mir das natürlich immer überlegen, aber es ist eben nicht isotrop, das Ding. Ich kann mir immer noch als Modell überlegen, ich habe einen Punkt und dieser Punkt strahlt irgendwie eine Welle aus. Wie sieht die aus? So, und dann komme ich eben genau in drei Dimensionen. Das kann ich in einer Dimension machen. Wie sieht denn das da dann überhaupt aus? Ach so, in einer Dimension ist es dann einfach die ebene Welle, weil ich habe nur eine Dimension. Das kann ich in einer anderen Dimension machen, in zwei Dimensionen machen. Dann ist es hier eine Zylinderwelle. Und das kann ich in drei Dimensionen machen, dann ist es eben die Kugelwelle. So. Was ist entscheidend dabei? Wir bleiben aber bei der Kugelwelle.
Bei der Kugelwelle habe ich hier die E-Funktion mit dem bekannten Phasenfaktor hier oben drin. Der hängt einmal ab natürlich von dem Ort, an dem ich mich befinde, R, und dem Quellort. Das ist die Beobachtung. So, und von dem Phasenfaktor, das ist eben das K jetzt, ne? Oder von der Ausbreitungskoeffizienten. So, und dann geht die Amplitude runter mit dem Abstand der beiden Orte zueinander. Auch das ist irgendwie nichts Neues. Die elektrische Feldstärke nimmt eben auch einfach mit dem Abstand ab. So, das war es eigentlich schon, was man dazu sagen wollte. Ich kann jetzt jede beliebige Feldverteilung mit Hilfe dieser Gwinschen Funktion ausrechnen, indem ich nur dieses Integral löse. Also wenn ich jetzt weiß, wie die Stromverteilung irgendwo auf so einer Antenne oder auf sonst irgendetwas aussieht, das ist das hier, das J, dann kann ich mit Hilfe der Gwinschen Funktion und der passenden Integration einfach das aufsummieren, nichts weiter ist die Integration, und kriege das elektrische Feld raus. So funktionieren manche Antennenberechnungsprogramme. So ähnlich. Und so kann ich das Fernfeld einer Antenne, wenn ich den Strom da drauf kenne, mir ausrechnen. Das machen wir selbstredend von Hand nicht, funktioniert nämlich nicht. So, und wenn ich jetzt eine elektrisch kleine Antenne habe, dann kommt das eben als Fernfeld raus. Hier ist, auf ein paar Sachen möchte ich hier, oder auf zwei Sachen möchte ich aufmerksam machen. Zum einen, hier taucht plötzlich die radiale Komponente ER auf, die eigentlich nicht da sein soll. Und die ist im Fernfeld auch nicht da, denn die geht nämlich schnell runter mit R². So, also im Nahfeld, dicht an der Antenne, da habe ich noch irgendwas in radiale Richtung, da habe ich aber auch noch keine transversale elektromagnetische Welle, sondern immer noch so ein Mischmasch. Und erst, wenn ich wirklich im Fernfeld bin, dann ist das eigentlich nicht mehr da. Dagegen, die E-Theta-Komponente hier, die hat hier nur das 1 durch R stehen, fällt also langsamer ab als die radiale Komponente, und dann hat sie hier noch so ein Ding stehen mit J, also Phasen gedreht. Und hier noch irgendwas, was quadratisch abfällt, aber die sind auch schnell weg im Fernfeld. Da, und das hier ist sowieso weg im Fernfeld, sodass im Fernfeld eigentlich nur noch das hier bleibt. Mehr nicht. So, jetzt kann ich mir die Frage stellen, wo ist eigentlich Fernfeld? Und das Fernfeld, das ist eine Definition, die geht auf Fresnel noch zurück. Die Definition für Fernfeld hier, ohne das jetzt hergeleitet zu haben, wo es wirklich herkommt, ist, wenn der Abstand größer ist als 2L². L ist die Dimension der Antenne. Also beim Lambda halbe Dipol ist das eben gerade, so wie es hier steht, Lambda halbe. Also 2L Quadrat durch Lambda. So, und dann bin ich im Fernfeld beim Dipol, wenn ich nur eine halbe Wellenlänge von dem Ding entfernt bin. Das reicht schon aus. Also da bin ich dann schon so nach den gängigen Definitionen im Fernfeld. Da sind die Feldkomponenten, die mich hier stören und die ich hier jetzt weggeixt habe, da oben schon weg. Wenn ich so eine Parabolantenne habe, die vielleicht einen Durchmesser von 20 Lambda hat, dann muss ich 800 Lambda weit weggehen. Wenn ich, und das ist das Überraschende, wenn ich jetzt einen Laser habe hier, so, dann hat dieser Laser eine Aperturöffnung von 1 mm. Und das ist ein roter Laser mit einer Wellenlänge von 632 Nanometern. Also egal, 600 ein paar. Dann muss ich 3,16 Meter weit weggehen, damit ich mich eigentlich technisch im Fernfeld befinde. Das finde ich erstaunlich weit. Wenn ich beim Lambda halbe Dipol, bei 100 MHz beispielsweise schon bei 1,50 Meter im Fernfeld bin. Ne? Praktisch hat das, glaube ich, wenig Bewandtnis. Gut. So, jetzt machen wir noch gerade, was ist eigentlich unser Problem mit der kleinen Antenne?
Also wir könnten ja alle total glücklich sein. Und jetzt diese kleine Antenne, wir nehmen ein Stückchen Draht, schicken da irgendwie Strom drauf und dann strahlt das so munter, wie wir wollen. Das ist ja die Vorstellung. Funktioniert aber nicht. So, was ist falsch damit? Also zum einen, das ist ja eigentlich überhaupt nicht resonant oder so. Sondern wenn Sie mal in Wellen denken, dann ist das ein Stückchen Welle, das auf ein Stückchen, nee, dann ist es eigentlich ein Stückchen Leitung, wo Sie die Welle drauf schicken. Das ist hochgradig kapazitiv und das ist eigentlich ein Leerlauf. Und ein Leerlauf einer Leitung macht eigentlich nichts, außer reflektieren. Aber reflektieren ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja, dass die Leistung rausgeht und nicht, dass sie wieder zurückkommt. So, also das ist das Erste, was falsch dabei ist. Das heißt, man kriegt eigentlich keine Leistung rein, weil die alle wieder zurückkommt, die Leistung. Dann, das haben wir eben mal gesehen, also irgendwie spielen die Sachen schon ineinander, die wir hier machen, auch wenn sie vielleicht einzeln im Raum stehen mögen zunächst. Dann müssen, haben wir normalerweise Generatoren mit 50 Ohm, also auch die Widerstände, die Verstärker, die wir bauen, arbeiten auf einem 50 Ohm Niveau, nicht zwingend. Das kann auch vielleicht mal 10 sein oder so oder 100 Ohm, aber so in der Gegend ist es schon. Jedenfalls sind die nicht unbeliebig hochohmig. Das heißt, wir müssen also auch diese sehr hochohmig kapazitive Antenne auf 50 Ohm anpassen. So, wenn wir das machen müssen, dann sind wir ganz, ganz weit rechts im Smith-Diagramm und müssen in den Mittelpunkt. Und das können wir nur mit weiten Wegen machen. Also es wird sehr schmalbandig. Können wir machen, was wir wollen. Das heißt, die Güte ist auch hoch. Ja, und dann haben wir noch das Problem, das hier gar nicht steht. Um da so ein bisschen was rauszukriegen aus der Antenne, abzustrahlen zu kriegen aus der Antenne, müssen Sie eigentlich eine Menge Strom hin und her schicken. Eine Menge Strom heißt auch immer eine Menge Verlust. Das heißt, die Effizienz ist von diesen Antennen ist relativ gering. Also die verlieren auch eine Menge. Einfach so, was in Wärme umgesetzt wird. So, und das ist auch nicht schön. Und das ist schlecht mit dieser Antenne. Also was kriegt man besser hin? Auch relativ schnell gemerkt, man muss Antennen brauchen eine Mindestgröße. Also selbst Marconi, der da über die erste Transatlantikverbindung damit Funk gemacht hat, hat ja dann nicht irgendwie so ein kleines Drahtstümmelchen da irgendwo hingestellt, sondern er hat einen großen Generator und hat dann ja Drachen steigen lassen mit der Antenne dran, ne? Damit da ordentlich Draht dran ist. Also es war ihm wahrscheinlich zu aufwendig und auch wohl zu teuer, da einen Masten aufzubauen, sondern er hat einfach da Drachen steigen lassen. Und das war so die erste Antenne, mit der man dann eben auch so große Distanzen eben einmal um den Erdball, nee, um ist er nicht, aber was ist es, ein Drittel oder so vom Erdball überstreichen konnte. Ne? Mit einer kleinen Antenne hätte er das nie geschafft. So hat es dann irgendwie mal funktioniert. Wir bleiben trotzdem zunächst mal bei linearen Antennen und machen es jetzt einfach mal besser. Also wir nehmen nicht eine Antenne, die möglichst kurz ist, sondern eine Antenne, in die wir eine Menge Strom reinkriegen. Das ist nämlich das Kriterium an der Stelle für uns. Wir wollen eine Menge Strom da reinkriegen. So, irgendwann hört der Draht auf. Da können wir machen, was wir wollen. Wenn wir in einen Leerlauf eine Menge Strom einfach nur mal reinkriegen wollen oder ein Strommaximum haben wollen, dann muss eine Leitung mindestens Lambda Viertel lang sein. Das haben wir so in einer der ersten Stunden gelernt. Weil nämlich ein Leerlauf nach Lambda Viertel aussieht wie ein Kurzschluss. Im Kurzschluss können Sie eine Menge Strom durchtreiben, macht auch nicht immer Sinn, ne? Aber Sie können eine Menge Strom in den Kurzschluss reinkriegen, eigentlich beliebig, ohne dass Sie eine hohe Spannung haben müssen. Und wenn Sie einen Kurzschluss direkt an die Stromquelle ranschließen, dann liefert die, was sie liefern kann. So, und genau das ist hier gezeigt. Ich habe hier einen Leerlauf, dieser Leerlauf transformiert sich hier in einen Kurzschluss. So, und dann habe ich da auch die Variante, wie ich da richtig gut Strom reinpowern kann. So, und jetzt stelle ich mir einfach vor, diese Leitung, die öffne ich, biege die auseinander. Das ist natürlich eine sehr krude Vorstellung, ne? Weil wenn ich die Leitung auseinander biege, dann ändert die sich auch. Ne? Dann ist die nicht mehr die Leitung, die es vorher war. Aber ich mache es trotzdem. Und irgendwann ist sie halt langgestreckt und dann habe ich eben genau eine Antenne, die vorher als Leitung Lambda Viertel lang war, als Zweidrahtleitung Lambda Viertel lang war, ist jetzt zweimal Lambda Viertel lang, also Lambda halbe lang. So, die Stromverteilung nehme ich an, stimmt natürlich nicht, ist bei dem Biegeprozess die gleiche geblieben. Und dann kriege ich damit genau die Lambda halbe Antenne. Das heißt, ich habe genau hier, da, genau einen halben Wellenzug auf dem Ding drauf. Ja.
Und das funktioniert auch weitgehend. Also ich kriege tatsächlich oben links, ist es gezeigt, so eine halben Stromwelle auf das Teil drauf. So, das wird am Ende schön null. Das ist jetzt wirklich auch simuliert. Das ist nicht nur gezeichnet, sondern das ist simuliert. Man könnte auch sagen gemessen. Also wenn ich es messe, kriege ich nicht viele andere Sachen raus. Die Simulatoren an der Stelle sind gut, so gut wie die Realität. Das heißt also, ich kriege tatsächlich am Rand schön null raus, was ja die Randbedingung auch ist. Der Strom kann ja nicht über die Ecke rüber. Ne? Ich kriege das Maximum in der Mitte. Ja, und dann habe ich eben nach wie vor, habe ich eben so eine Strahlungscharakteristik wie hier gezeigt. Die Antenne ist nach wie vor rotationssymmetrisch. Das heißt also, auf der rechten Seite ist es einfach nur kreisrund. Und hier auf der linken Seite sieht es ähnlich aus wie der Hertzsche-Dipol vorher auch. Also die kleine Antenne, außer dass wir jetzt hier einen Gewinn von 2 dB haben. Ne? Da steht es nochmal. Gain 2,16 dB. Die Impedanz kann man jetzt ausrechnen. Hier ist diese 70 Ohm plus J45. Das ist nicht exakt 50, da muss man noch was tun, aber es ist in der Gegend von 50. Wir sind jetzt nicht bei 1000 Ohm oder 10 Ohm oder 5 Ohm oder so, sondern wir sind in der gleichen Größenordnung wie die 50. Mit ein bisschen Aufwand, L und C, kriegt man da jetzt also was hin. Und schmalbandig ist das Ding sowieso, weil das Ding ist halt bei Lambda halbe Länge resonant und nicht woanders. So, an der Stelle machen wir jetzt Schluss. Reicht auch für heute.